Sie mich erschreckt. Und sehr schick. Was haben Sie überhaupt schon wieder hier im Haus zu suchen? Machen Sie Ihren Job und kümmern Sie sich um den Garten. Ich wollte mit unserer allseits geliebten Chefin sprechen. Ich weiß genau, was Sie mit der alten Dame vorhaben. Aber das werde ich nicht zulassen. Und noch eins. Glauben Sie ja nicht, dass sie so dumm ist, wie Sie denken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Habe ich ja überhaupt nicht mehr gerechnet. Wie war die Sitzung beim Bürgermeister? Ah, mei, wie Politik halt so ist. Zeit und Nerven raubend. War irgendwas Wesentliches während meiner Abwesenheit? Eigentlich nicht. Doch, Moment. Die Frau Hofer hat angerufen. Sie möchten Sie doch bitte zurückrufen. Es geht nämlich um den Auftritt von dem Stardirigenten in der Musikakademie. Ja, Hubertus Weidenfels, es wäre hocherfreulich, wenn es da was erreicht hätte. Ich rufe Sie gleich an. Köpper Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Alleich. Ja, und wo? Bitte rühren Sie nichts an, wir kommen. Ja, ist recht, wiederhören. So, Herr 80er, es gab der Leiche und der Herr Stadler ist Richtung Frankfurt unterwegs, um eine Zeugenaussage zu machen. Aber der Herr Hansen ist doch da. Ist doch kein Problem, dann soll ihm halt der Leubel zur Hand gehen. Dann schauen wir mal, was er kann. Der Herr Leubel, der kann bestimmt was. Wenn Sie das sagen. Bis morgen. Bis morgen. Ja, Frau Stuckel, Viertel nach fünf. Nur im Dienst. Was gibt's denn? Herr Leubel, es gab der Leich. Dann weiß der Herr Stadler schon Bescheid. Ja, der Herr Stadler, der kommt erst Ende der Woche wieder. Der Herr 80er hat gesagt, Sie dürfen ihn vertreten. Ja, gern. Und der Hansen? Ja, den rufe ich gleich an. Also ich und er. Wie soll denn das gehen? Blätst du einmal hintereinander, klappst das? Hofer. 80er hier. Grüße, Herr 80er. Frau Hofer, Sie haben mit dem Herrn Weidenfels gesprochen. Ja. Sehr erfolgreich. Na, wunderbar. Ja, genau. Zuerst haben wir mit dem Agenten gesprochen. Der wiederum hat mit dem Herrn Weidenfels gesprochen. Und dann hat der wieder bei mir angerufen. Also der Agent. Langer Rede, kurzer Sinn. Der Herr Weidenfels wird sich freuen zu kommen. Aber das wird kosten. Frau Hofer, ich habe den ganzen Tag nichts Gescheites gegessen. Wissen Sie was? Treffen wir uns doch in einer halben Stunde im Times Square, da können wir alles in Ruhe besprechen. Ich lade Sie selbstverständlich ein. In einer halben Stunde? Ja, dann. Ich schick mich, gell? Bis gleich. Ach, so ein Mist, sehr fix. Am Temor. Ja, der Herr. Denken Sie, wo bleibt der Kollege Stadler? Stadler kommt nicht, Stadler ist in Frankfurt, Leubel kommt. Ja, dann ist der Fall ja praktisch gelöst. Oh, jetzt seien Sie nicht so zum Leubel, Sie haben auch einmal angefangen. Aber nicht so. Was wissen wir über die Tote? Die Tote heißt Marianne Kubisch, 70 Jahre alt, Unternehmerswitwe, ein bisschen Geld hat's auch gehabt. Kunden hat's die Haushälterin, eine Frau Steinbrink. Soll ich holen gehen? Wäre schon nicht schlecht, Herr Mohr. Danke. Bitte. Schönen guten Abend, Frau Doktor. Guten Abend, Herr Hansen. Heute ohne Kollegen? Ja, der eine ist nicht da und der andere wird uns gleich mit seinem Gerede erfreuen. Leubel? Ja, Herr Leubel, wo bleiben's denn? Ich war noch in einer Privatangelegenheit unterwegs. Ja, zum Glück habe ich das Handy angehabt, sonst hätte ich Frau Stockel gar nicht erwischt. Der Herr Hansen wartet schon ganz sehnsüchtig auf Sie. Das kann ich mir vorstellen. Halt! Da können Sie jetzt nicht reingehen. Seien Sie nicht albern, junger Mann. Ich möchte doch nur kurz mit meiner Freundin sprechen. Danke, grüß Gott. Ihr Name bitte. Mein Name ist Inge Alshoff. Ich bin eine langjährige Freundin von Frau Kubisch und ich möchte Sie jetzt sofort sprechen. Frau Alshoff, das wird jetzt leider nicht gehen. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Es ist mein gutes Recht, mit Frau Kubisch zu sprechen. Das ist natürlich Ihr gutes Recht, das wird aber trotzdem nicht gehen. Die Frau Kubisch ist nämlich leider tot. Ihren Ausweis bitte. Wie bitte? Gut benannt. Der Herr Leubel, wir sind schon fast fertig. Ich habe leider kein Blaulicht. Guten Abend, Herr Leubel. Sehen Sie sich die Tote genau an. Die Bläschen auf der Lippe und hier um die Augen lauter aufgeplatzte Äderchen. Sie wurde vergiftet. Mit was? Wie und womit kann ich Ihnen erst nach dem Laborbefund sagen.
Wir gehen davon aus, dass jemand Gift in den Brandy getan hat. Frau Doktor, können Sie denn schon was über den Todeszeitpunkt sagen? Mhm. In Anbetracht der Körpertemperatur kann sie noch nicht sehr lange tot sein. Ich denke, dass sie gegen 5:30 gestorben ist. Uwe, gibt's irgendwelche Spuren gewalttätigen Eindringens? Aufbruchsspuren haben wir bis jetzt nirgends entdeckt. Folgendes: Eine Bekannte von der Toten war da, eine gewisse Frau Alshoff. Die wollte die Tote besuchen, also wie sie noch gelebt hat. Ich hab gesagt, jetzt ist Sport. Gut. Wollten Sie nicht die Haushälterin holen? Das stimmt. Stopp, Herr Mohr, Planänderung. Wir gehen zu ihr. Aha, der ist aber jetzt im Esszimmer, gell? Lydia Steinbrink. Und den Gärtner hätten wir auch noch. Jonas Lehmann. Irgendwer muss das Gift in das Fleisch rein da haben. Herr Leubel, Sie sind auf dem richtigen Weg. Frau Steinbrink, Sie sind die Haushälterin hier. Ja, seit 12 Jahren. Wohnen Sie auch hier? Ja, in der linken Einliegerwohnung im Keller. Neben Herrn Lehmann. Wann haben Sie Ihre Chefin zum letzten Mal gesehen? Ich habe sie heute Vormittag zu Frau Alshoff gefahren. Na, Alshoff? Die war gerade noch da. Frau Alshoff ist die beste Freundin von Frau Kubisch. Danach wollte Frau Kubisch noch zum Friseur. Und was haben Sie den ganzen Tag über so gemacht? Ich habe für die Woche eingekauft. Dann war ich gegen 18 Uhr zurück, noch die Wäsche gemacht und dann habe ich sie gefunden. Wie spät war es da? 6:30. War da sonst noch jemand im Haus? Ja, der Herr Lehmann. Der Gärtner. Was wollte der Herr Lehmann im Haus? Angeblich irgendwas mit Frau Kubisch besprechen. Hat sie aber da nicht angetroffen. Glauben Sie, dass der Herr Lehmann mit dem Mord was zum Tor hat? Herr Leubel, immer schön langsam. Ja? Also ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat normalerweise im Haus nichts verloren. Wo ist der Herr Lehmann jetzt? Wahrscheinlich hinten im Garten. Ja gut, Frau Steinbrink, die Frau Kubisch ist ja mit dem Brandy vergiftet worden. Was glauben Sie? Warum hat der Täter das Gift ausgerechnet in den Brandy reingetan? Naja, jeder, der Frau Kubisch ein bisschen kannte, wusste, dass sie sich nachmittags gerne mal einen Schluck genehmigte. Na gut, vielen Dank, das war's erstmal. Kommen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Leute, wir haben Sie den Täter ja geschickt eingekreist. Hm? Geben Sie bitte in Zukunft ohne meine Zustimmung keine Ermittlungsdetails an Tatverdächtige heraus. Haben wir uns verstanden? Mhm. Gut. Halten Sie sich jetzt bitte zurück, ja? Ja. Aber glauben Sie, die war's? Sie glauben wahrscheinlich, der Gärtner war's, wie im Fernsehen. Ja. War ja klar, dass Ihnen die Steinbrink das gleich auftischt. Also Frau Steinbrink muss ihre Aussage wahrheitsgemäß machen. Was wollten Sie gegen 18.30 Uhr im Haus? Ich wollte mit Frau Kubisch die Bepflanzung der Rabatten abstimmen. Ich bin in die Eingangshalle, habe nach ihr gerufen. Es kam keine Antwort. Dann dachte ich, vielleicht hat sie sich schlafen gelegt. Das macht sie manchmal. Dann bin ich wieder gegangen und da stand dann die Steinbrink. Und wann kam Frau Kubisch nach Hause? Das muss so gegen 15 Uhr gewesen sein. Aha. Also gegen 15 Uhr sahen Sie Frau Kubisch nach Hause kommen. Ich habe die Hecke geschnitten, Schritte gehört, dann ging die Terrassentür. Das kann nur Frau Kubisch gewesen sein. Dann ist die Frau Kubisch durch die Terrassentür in ihr Häuslerei. Das macht sie immer, wenn sie ihren Schlüssel vergisst. Was war denn Frau Kubisch für ein Mensch? Sie war meine Chefin. Geht's vielleicht noch ein bisschen ungenauer? Ehrlich gesagt war sie ziemlich launisch. Das hat schon hin und wieder zu Verstimmungen mit ihren Mitmenschen geführt, aber ich bin immer gut mit ihr ausgekommen. Jemand muss aber ein Problem mit ihr gehabt haben, sonst hätte man ihr kein Gift in den Brandy gekippt. Wie bitte? Ja, Frau Kubisch wurde nämlich vergiftet. Das kann ja gar nicht sein. Wir müssen Sie bitten, morgen aufs Kommissariat zu kommen und Ihre Aussage zu Protokoll zu geben. Falls Ihnen bis dahin noch was einfällt, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Frohes Schaffen noch. So, einmal Barbarie-Entenbrust mit Kartoffeljus. Schaut aber gut aus. Und eine Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren. Danke. Ein guter. Danke. Herr 80er, kennen Sie zufällig einen guten Schreiner, der mir nicht gleich 50 Euro abknüpft für die Anfahrt auf den Hof? Haben Sie sich da am Hof verletzt? Nicht der Rede wert, nur bräuchte ich einen Schreiner. Unser Herr Leubel ist doch gelernter Schreiner, vielleicht kann der Ihnen weiterhelfen. Das ist eine gute Idee. Einen guten? Einen guten. Wo waren wir vorhin stehen geblieben?
Genau. Also, ich mit dem Agenten verhandelt, dann der Agent mit dem Weidenfels, der Weidenfels mit seinen Leuten vom Orchester, dann wieder mit seinem Agenten und der wieder mit mir. Ja, und dann das Ganze wieder zurück. Und? Die Sache ist jetzt die, die freuen sich sehr, in Rosenheim spielen zu dürfen, aber sie sagen, sie können nicht das ganze Risiko tragen. Das heißt? Heißt, sie wollen rund 10.000 Euro vorweg. Aber, ja, und wie sind's dann mit ihm verblieben? Und, passt das? Passt. Danke. Naja, ich habe ihm gesagt, dass ich das natürlich erst mit dem Vorsitzenden der Musikakademie besprechen muss und wir sehen müssen, ob wir das Geld auftreiben. Moment, da fällt mir ein. Ich habe da eine ältere, finanzkräftige Dame an der Wand, die mir versprochen hat, uns bei genau so einem Projekt zu helfen. Das wär's doch. Na ja, die rufe ich gleich morgen in der Früh an. Ich muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Fällt Ihnen hier irgendwas auf? Oder ist irgendwas anders als sonst? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hat die Frau Kubisch keinen Computer gehabt? Nein, so etwas hatte sie nicht. Dafür hatte sie ja den Kopierer. Damit hat sie Briefe und alles, was sie handschriftlich verfasst hat, kopiert. Haben diese Papiere hier irgendeine bestimmte Ordnung? Ja, aber die kannte nur Frau Kubisch. Das kenne ich. Dann müssen wir wohl alle mitnehmen, nach eventuellen Motiven suchen. Ah, ah, ah. Uwe, sind die schon freigegeben? Na, das muss alles ins Labor. Der Herr Lehmann hat gesagt, dass die Frau Kubisch schon um 15 Uhr heimgekommen ist. Da täuscht sich der Herr Lehmann aber. Um 15 Uhr war sie nämlich noch beim Friseur, weil sie mich um kurz nach 16 Uhr von dort aus angerufen hat. Aha. Kannten Sie mir die Adresse und die Namen von dem Friseur aufschreiben? Klar. Sagen Sie mal, das Verhältnis zu Ihrem Kollegen, dem Herrn Lehmann, ist nicht das Allerbeste, hm? Er hat mich bei Frau Kubisch angeschwärzt, weil er aufs Erbe aus war. Offensichtlich hätten Sie auch Ihre Probleme mit ihr, hm? Ja, aber sie hatte das Sagen. Tja, irgendjemand muss die Nachbarn mal fragen, Herr Müller. Am besten heute Abend noch. Soll ich mich freiwillig melden? Edel. So. Angeblich war die Frau Kubisch nach dem Besuch von ihrer Freundin beim Friseur. Da ist die Adresse. Soll ich mich da auch freiwillig melden? Ja, wäre schon ganz gut. Das lobe ich mal, Herr Mohr. Delegieren kann er schon, was? Er ist ja ganz ein Netter. Aber schauen Sie, es ist so ein gewisser Menschenschlag. Wir es was zu sagen haben, sagen Sie es auch. Ein anderer lernt das von hier. Ja, ist auch nicht immer gut. Nein, das ist gar nicht gut. Schönen Abend noch. Ja, nein. Grüß Gott, Herr Weidenfels. Was verschafft mir denn die Ehre mit Ihnen persönlich? Ah, das freut mich. Ja, ich sag mal so, schaut gut aus. Die Ampeln stehen auf grün. Sobald ich genaueres weiß, rufe ich Sie sofort an. Ja? Danke. Danke, wiederhören. Ich werd narrisch, der Weidenfels. Guten Morgen, Frau Stockel. Ach, guten Morgen, Herr Hansen. Und, haben Sie gestern eine gescheite Unterstützung vom Läubel gekriegt? Fragen Sie lieber nicht. Frau Stockel, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Ach, wenn Sie schon so anfangen. Schauen Sie, das ist ziemlich viel Holz hier. Das müsste mal jemand ordnen, der sowas kann. Herr Hansen, Sie wissen doch, was am ganzen Tag hier los ist. Ich weiß, das ist jede Menge Arbeit, Frau Stockel. Aber vielleicht verbirgt sich in diesem Kistchen hier der entscheidende Hinweis zur Klärung unseres Falles. Worum geht's denn? Also, das hier sind die privaten Aufzeichnungen von der Ermordeten gestern Abend, Frau Kubisch. Also alles, was mit Streit, Missgunst oder vor allem einem Testament Ähnlichkeiten hat. Bitte sofort an mich. Na gut, wenn's denn sein muss. Sie sollen übrigens in die Pathologie.
Na gut, wenn es denn sein muss. Hallo, Frau Doktor. Guten Tag, Herr Hansen. Ah, der Herr Hansen. Wir sind schon fast durch. Wie schon vermutet, trat der Tod von Frau Kubisch durch Atemstillstand nach einer Herz-Kreislauf-Lähmung ein. Ausgelöst durch ein Toxid. Und wissen Sie jetzt, um welches Gift es sich da handelt? Aconitum napellus. Aha. Blauer Eisenhut, Herr Hansen, wenn ich so früh verraten darf. Richtig, Herr Leubel. Sieh mal einer an, dann schmeckt man das nicht? Ja, zuerst ist der Geschmack leicht süßlich, dann wird er würgend scharf, aber da ist er eh schon spät. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass bereits 0,2 Gramm der Wurzel tödlich sind. Genau. Mein Kompliment, Herr Leubel. Woher haben Sie denn das Wissen? Oh ja, wir haben am Abend noch ein bisschen in den Fall eingearbeitet. Aha, aha. Ja, wissen Sie bestimmt auch schon, wer der Mörder ist. Der Gärtner. Ja? Frau Stockel, ich hab da... Was ist denn da passiert? Das sind die Unterlagen von der Frau Kubisch. Von wem? Ja, der Ermordeten. Sie wissen schon, der Mordfall von gestern Abend. Marianne Kubisch, die Unternehmensgattin? Ja, ganz genau. Das ist ja jetzt saublöd. Ja, vor allem für die Frau. Ja, ja, natürlich, vor allem für die Frau. Haben Sie die gekannt? Nee, ich bin kennt man schon. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist ja blöd. Und traurig natürlich. Ja, ja, wirklich unangenehm, das Ganze. Aber wer hatte schon ahnen können, dass die Frau Kubisch so einen unerwarteten Tod findet? Ja, da hilft euch nichts. Ich muss dem Herrn Weidenfels sofort absagen. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Wiederhören, Herr 80er. Ja, Frau. Mei, ausgerechnet, die muss sterben. Jetzt geht's her, doch. Frau Stockel? Ah, Herr Leubel. War der Herr Mohr mit dem KTU-Bericht schon da? Nein, war er noch nicht. Wollen Sie einen Kaffee, Herr Kommissar? Gern. Bring ihn sofort. Okay. Er war noch nicht da. Schauen Sie mal. Die Kontoauszüge der Toten. Vielleicht finden wir da was. Das Problem bei dem Fall ist doch, dass wir gar nicht wirklich wissen, wann der Täter genau zugeschlagen hat. Ich meine, er oder sie kann das Gift ja irgendwann in das Fläschchen rein da haben. Also wenn sie jeden Tag draus getrunken hat, dann muss es ja irgendwann gestern gewesen sein. Aber richtig, eigentlich wissen wir nur, dass das Gift spätestens gegen 16.30 Uhr in der Flasche gewesen sein muss. Ja, nachdem die Kubisch heimgekommen ist und daraus getrunken hat. Also rein theoretisch konnte die Haushälterin das Gift ja schon irgendwann in der Früh rein da haben. Rein theoretisch, ja. Bin gleich wieder weg. Auern. Nein, mir reicht der Duft. Schauen Sie mal. 925 Euro netto hat die reiche Frau Kubisch für ihre Angestellten monatlich locker gemacht. Das ist nicht wirklich viel. Auch mit freier Kostenlogie nicht. Ein Hungerlohn ist das. Ich sage Ihnen eins, das haben die Angestellten nur mitgemacht, weil sie scharf auf die Erbschaft waren. Guter Gedanke. Sie meinen, weil sie keine Kinder und Verwandten hat? Genau. Haben wir eigentlich ein Testament? Auf geht's! Was ist denn? Die Fingerabdrücke vom Lehmann haben. Auf dieser Kristallglaskaraffe mit Stöpsel. Hab ich's nicht gesagt. Es war der Gärtner. Darf man gleich verhaften? So schnell rennt uns der doch nicht davon. Warum sind Sie sich da so sicher, Herr Mohr? Weil zurzeit alle Beteiligten beim Nachlassgericht sich befinden und auf die Verlesung vom Testament warten. Bitte was? Wieso wissen wir das nicht? Ja, gut, ist davon. Ja, dann auf geht's! Sag ich doch. Halt! Moment! Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber ich habe gerade das Testament gefunden. Bitte schön. Also dann frage ich mich, welches Testament gerade beim Nachlassgericht verlesen wird. Ja, bitte. Tag. Ah, da sind Sie, meine Herren. Entschuldigung, dass Sie auf uns warten mussten. Haben Sie meinen Namen? Das sind meine Kollegen, Herr Mohr und Herr Leubel. Wir sind von der Mordkommission. Manfred Reck, bitteschön. Danke. So, dann fangen wir an. Es war Frau Kubischs ausdrücklicher Wunsch, die Erbangelegenheiten so schnell wie möglich zu regeln und die hier Anwesenden dazu einzuladen. Frau Steinbrinker-Lehmann, Frau Alshoff lässt sich entschuldigen. Ich komme nun zur Verlesung des Testaments, das hier hinterlegt ist. Entschuldigung. Aber das Testament haben wir im Schreibtisch der Verstorbenen gefunden. Aha. Hm.
Nach reiflicher Überlegung scheint es mir angebracht, mein Testament neu zu überdenken. Deshalb wird als Alleinerbe Herr Jonas Lehmann von mir eingesetzt. Er hat sich ja auch um alle Angelegenheiten, die Beisetzung betreffend, zu kümmern. Na, was habe ich gesagt? Das war der Gärtner. Halt, da ist noch ein neueres Testament. Es ist ungewöhnlich, aber... Als Haupterbin setze ich Lydia Steinbrink ein. Sie hat mir all die Jahre gute Dienste geleistet und soll entsprechend entlohnt werden. Die Musikakademie und das örtliche Kunstamt, die mir in meinem Leben immer viel Freude bereitet haben, werden mit jeweils 50.000 Euro berücksichtigt. Moment mal. Aber da ist ja noch eines. Das hier scheint das Aktuellste zu sein. Als Haupterbin setze ich nun meine liebe Freundin Inge Alshoff, die mir zur Seite stand, ein. Ebenso möchte ich die Musikakademie und das örtliche Kunstamt mit jeweils 50.000 Euro berücksichtigen. So, Herr Lehmutke. Ist er der Mörder? Das wissen wir noch nicht. Das ist reine Routine. Sie sind davon ausgegangen, dass Sie was erben? Naja, die Frau Kubisch hat immer wieder Andeutungen gemacht. Das wäre auch nur gerecht gewesen. Stattdessen erbt jetzt diese Frau Alshoff, die eh schon genug hat. Aber man kann sich das wohl nicht immer aussuchen. Da haben Sie recht. Haben Sie eine Idee, warum die Frau Kubisch sie anders entschieden hat? Also ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der Herr Lehmann dafür gesorgt hat, dass ich leer ausgehe. Aha, wie das? Der Herr Lehmann kann sehr gut mit Pflanzen und Blumen und dafür hat die Frau Kubisch ihn geschätzt. Und der Mann hat angefangen, sie erbtechnisch auch was zum Ausrechnen. Genau. Der Herr Lehmann, Folgendes. Wir haben auf der Brandyflasche Ihre Fingerabdrücke gefunden. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe mir ab und zu ein Schlückchen aus der Hausbar gegönnt. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal so ein Schlückchen gegönnt? Gestern? Gegen Mittag. So um 2 Uhr rum, als die Chefin halt weg war. Seien Sie da sicher? Ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Mörder hätte das Zeugs vorher reingetan. Ich konnte deswegen die ganze Nacht nicht schlafen. Oder haben Sie sich nicht vielleicht doch die Abwesenheit der Chefin genutzt und das Gift in den Brandy gemischt? Wieso sollte ich denn? Vielleicht, weil Sie sich Hoffnung auf das Erbe gemacht haben? Und beinahe hätte der Plan ja funktioniert. Fast hätten Sie es geerbt. Ich ahnte, dass ich nicht erben werde, obwohl es mir die Chefin ein paar Mal versprochen hat. Und warum dann doch nicht? Weil mich die Steinbrink bei der Kubisch angeschwärzt hat. Die blöde Nuss hat sie jetzt davon. Ist auch leer ausgegangen. Wird die Musikakademie mit 50.000 Euro berücksichtigt? Tja, mein Lieber, das nenne ich Glück. Ja, da schon, ja. Deine Musikakademie hat einen schönen Zuschuss geerbt. Ja, und was machen wir jetzt? Das ist doch eine schöne Überraschung, ne? Also ich weiß nicht, der 80er soll jetzt dem Herrn Weidenfels doch wieder zusagen. Ja, sicher. Er weiß, der Herr Hubertus Weidenfels, der Dirigent. Wir hatten die Zusage, dass er mit seinem Orchester nach Rosenheim kommt und fest damit gerechnet, von der Frau Kubisch die nötige finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ja, ja, aber leider habe ich dem Herrn Weidenfels durch den überraschenden Tod von der Frau Kubisch, Gott hab sie selig, wieder absagen müssen. Wir haben ja nicht gewusst, dass die Musikakademie was erbt, gell? Ja, hoffentlich hat er jetzt den Termin noch frei. Also, ich weiß nicht. Das ist jetzt schon peinlich. Ah, grüß Gott, Frau Marie. Jetzt habe ich den Friseur endlich erreicht. Und er hat gesagt, dass die Frau Kubisch gegen 16 Uhr ein Taxi bestellt hat. Das heißt, die Kubisch kann erst gegen 4:30 zu Hause gewesen sein. Nicht schlecht, Herr Hansen. Der Taxifahrer hat mir bestätigt, dass er sie um 16.30 Uhr bei sich daheim abgeliefert hat. Da kommt nix. Sehr gut, Herr Mohr. Danke. Ja, und die Steinbrink, die hat mit EC-Karte bezahlt. Letzter Einkauf um 17.30 Uhr. Das heißt, wenn der Lehmann um 2 Uhr, danke, noch aus der Flasche getrunken und offensichtlich überlebt hat, dann kann es die Steinbrink auch nicht gewesen sein. Ja, damit gibt er ja unfreiwillige Alibi. Weil wenn dann, konnte sie das Gift ja nur vor dem Einkauf eingefüllt haben. Also vormittags. Stimmt.
Aber wen will denn dann der Lehmann gehört haben um 15 Uhr? Herr Mohr, schicken Sie Lehmann bitte nach Hause. Ist recht. Ah ja, die Frau Eishoff, die habe ich auch erreicht. Schön, und? Ja, die kommt doch her. Ja gut, vielleicht kann die uns ja noch weiterhelfen. Ja, freut mich. Ja. Meine Nummer hast du ja. Wiedersehen, Gerd. Manfred, servus. Na, Herr Reck, noch eine Frage. Sie kannten doch die Frau Kubisch ganz gut, ne? Ja. Hat sie öfter mal Versprechungen gemacht, die sie dann zugunsten anderer wieder geändert hat? Ja, die 4 Testamente, die sie zuletzt bei mir deponiert hatte, waren ja auch nicht die einzigen. Manipulieren, das konnte die Frau Kubisch gut. Deshalb hat sie es auch geschafft, dass ihre Angestellten bei ihr geblieben sind. Sie meinen, dass Herr Lehmann und Frau Steinbrink wohl kaum so viele Überstunden gemacht hätten, wenn sie nicht gedacht hätten, dass sie erben werden? Ja. Übrigens, dieses Testament wollte sie auch schon wieder ändern. Inwiefern? Das hat sie allerdings nicht gesagt. Und wann hat sie Ihnen das mitgeteilt? Gestern Nachmittag. Ich nehme an, kurz vor ihrem Tod. Ja? Hallo, Frau Stockel. Grüß Sie. Was machen Sie denn da? Ich gehe gerade den Schriftverkehr von der Frau Kubisch durch. Sie wissen schon, die ermordete Millionärin nach einem Tatmotiv. Und? Schon fündig geworden? Ach, Frau Artmann, ich sag's Ihnen, gegen die sind wir zwei Waisenkinder. Da legt sie sich mit der Stadtverwaltung an, weil die Müllabfuhr am Dienstag anstatt am Donnerstag stattfindet. Und sie würde ja schließlich Gebühren bezahlen. Also glaubst du das? Naja, wie dem auch sei. Könnten Sie diesen Bericht bitte kopieren und ans Innenministerium schicken? Frau Ortmann, das müssen Sie diesmal selber tun. Also Sie sehen doch, was hier los ist. Wie? Ich möchte mich jetzt nicht mit Ihnen streiten. Fragen Sie doch einfach den Herrn Hansen. Ja, mache ich. Frau Ortmann, wie können wir Ihnen helfen? Haben Sie der Frau Stockel den Auftrag gegeben, all diese Papiere zu lesen? Es ist ein komplizierter Fall. Mhm. Aber Ihnen ist schon klar, dass sie eigentlich andere Aufgaben hat. Frau Ortmann, wir wünschten uns auch, die Frau wäre nie ermordet worden. Aber deswegen kann doch nicht der gesamte Bürobetrieb lahmgelegt werden. Dann geben Sie mir einfach jemand anders, dann kann ich Ihnen Frau Stockel wieder zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass Ihre Methoden am Ende zum Erfolg führen. Sie werden es nicht glauben, Frau Ortmann, das hoffe ich auch. Der Herr 80er hat übrigens ein besonderes Interesse an dem Fall. Inwiefern? Immerhin ist er Miterbe. Miterbe? Ja, also nicht er persönlich, sondern... Ja, Sie sehen also, das mit Frau Stockel ist schon in Ordnung. Verstehe. Schönen Tag noch. Den wünsche ich Ihnen auch, Frau Ortmann. Also mal ganz ehrlich, mit der ist nicht gut Kirschen essen, hä? Grüß Gott, die Herren. Frau Hofer, wie können wir Ihnen helfen? Ach, ich hätte eine Bitte an den Herrn Leubel. Sie können aber auch gern Nein sagen, macht gar nichts. Ja, bitte schön, schieß uns los, Frau Hofer. Also, ich habe da ein Problem mit dem Riegel von unserer Stalltür. Schauen Sie, der geht irgendwie immer gescheit auf und hier haben wir schon zweimal den Finger eingezwickt. Jetzt habe ich schon einen neuen besorgt, aber der müsste halt eingepasst werden. Und Sie wissen ja, mein Bruder ist momentan in Passau. Ja, und jetzt wollen Sie, dass ich einer dabei helfe. Ja, soll ja nicht umsonst sein. Ich würde einer gerne ein bisschen was zahlen. Na, lohnt's mir lieber zum Essen, heute habe ich mehr davon. Das ist doch eine gute Idee. Ah. Oh, Entschuldigung. Also, ich freue mich bis nachher. Ach so, ja, heute. Bis nachher. Wieder schon Herr Hansen nicht stören lassen. Wiedersehen, Frau Hofer. Schauen Sie mal, was ich hier gefunden habe. Marianne Kubisch hat Frau Alshoff 20.000 Euro überwiesen. Das ist komisch. Ja. Herr Rhein. Frau Ortmann. Herr 80er, dürfte ich mich vielleicht in etwas einmischen, was mich eigentlich gar nichts angeht? Ja, bitte. Ich habe gehört, Sie wurden im Testament von Frau Kubisch bedacht. Nein, nicht ich, sondern die Musikakademie. Trotzdem sollten Sie mit dem Annehmen des Nachlasses vielleicht so lange warten, bis der Fall letztendlich geklärt ist. Warum? Für jemanden von außen könnte es so aussehen, als ob bereits Geldmittel verteilt würden, die vom Opfer eines Mordes stammen, dessen kriminelle Hintergründe noch nicht ausreichend aufgeklärt sind. Also wie gesagt, nicht ich erbe das Geld, sondern die Musikakademie. Trotzdem könnte man Ihnen persönlich Befangenheit bei der Lösung des Falles vorwerfen. Wäre das jetzt nicht ein bisschen sehr weit hergeholt? Nicht, wenn es im Zuge der Ermittlungen zu Schwierigkeiten mit der Testamentsvergabe kommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist noch gar nicht klar, ob das Testament letztlich Gültigkeit hat. Na wunderbar. Wie erkläre ich das jetzt der Frau Hofer? Wie erklären Sie sich, dass Frau Kubisch Ihnen Ihr ganzes Vermögen vermacht hat? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass Ihre Angestellten alles erben. Deshalb war ich auch nicht bei der Testamentseröffnung. Aber die Frau Kubisch und Sie waren schon irgendwie befreundet, oder? Ja, doch.
Aber wissen Sie, das ist immer so eine traurige Veranstaltung. Ich habe mich auch gewundert, weil sie ja wusste, dass ich das Geld eigentlich nicht wirklich brauche. Warum hat Frau Kubisch Ihnen dann vor 2 Wochen 20.000 Euro überwiesen? 20.000, ja, das war die Anzahlung für unsere nächste Kreuzfahrt. Die habe ich übernommen. Und beim Reisen haben Sie sich da immer gut verstanden? Sicher, warum fragen Sie? Naja, es gibt durchaus aber Leute, die Frau Kubisch also wegen, wie sagt man, launisch beschreiben würden. Jeder hat mal Laune. Ja, grüß Sie, Herr 80er. Na, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich kann doch da jetzt nicht schon wieder anrufen. Der hält mich doch für total verrückt. Ja? Na, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber Sie werden schon Ihre Gründe haben. Ja? Ja, gut, komm morgen vorbei. Wiederhören. Die Frau Ortmann, glaubst du, das ist eine ewige Geschäftelhuberin? Jetzt können Sie laut sagen. Sind Sie fertig? Also, mir ist der Appetit vergangen. Mir nicht. Und Sie glauben, Sie spendieren mir ein Glas Wein und ich vergesse, dass Sie Frischstockels Arbeit blockieren? Ja. In den Unterlagen könnten sich wichtige Hinweise auf ein Tatmotiv befinden, Frau Ortmann. Und hat sie denn schon eine heiße Spur gefunden? Naja, wie man es nimmt. Frau Kubisch, also die Ermordete, die war auf jeden Fall nicht nur die großzügige Spenderin, als die sie sich immer gerne ausgegeben hat. Die hat die Leute mit ihrem Geld ganz schön nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Okay, und was hat Frau Stockel damit zu tun? Frau Stockel wertet die Privataufzeichnungen aus. Das ganze Büro ist lahmgelegt. Hören Sie, ich stehe auch mit dem Rücken zur Wand. Herr Stadler ist in Frankfurt, Herr Hofer ist in Passau. Ich bin allein. Und wie macht sich der Löbel? Naja, ganz gut. Aber sag ihm das bloß nicht. Keine Angst. Ich hab gehört, dass der 80er Geld von der Kubisch gehabt hat. Vielleicht war es am Ende der 80er selber, der die Kubisch um die Ecken gebracht hat. Hören Sie bloß auf mit diesem Blödsinn. Genau so entstehen nämlich Gerüchte. Deswegen habe ich Herrn 80er auch geraten, das Geld erst anzunehmen, wenn der Fall lückenlos aufgeklärt ist. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, gell? Und glauben Sie mir, das ist mir wirklich sehr, sehr unangenehm und peinlich. Und danke. Wiederhören. Also bei denen brauche ich mich nicht mehr melden, da bin ich sowas von unten durch. Nein, ich war jetzt dermaßen gut. Also wenn es irgendwas gibt, was ich für Sie machen kann, noch bin ich da. Nein, das ist aber nett. Hinterm Stall liegt noch ein bisschen ein Brennholz, ist gerade halt gekommen. Das müsste halt aufgeschichtet werden. Bis früh? Nein. Moin. Moin, moin. Morgen. Hab schon Zeit zum Lesen? Nein. Ja? Millionärswitwe vergiftet, Erben streiten sich um einen Nachlass. Ah. Oh. Was haben Sie? Nix. Bloß ein bisschen Muskelkater. Der kaputte Riegel. Haha. Wissen Sie, wie viel Kubikmeter Brennholz die Frau Hofer letztes Mal bestellt hat? Lieber Herr Leubel, Sie sind nicht der Erste, den die Frau Hofer eingespannt hat. Was glauben Sie denn? Der Hansen traut sich schon gar nicht mehr hin, gell, Hansen? Auch der Rosenheimer Polizeichef Gerd 80er gehört zu den Erben. Dabei hat er ja gar nichts geerbt, nur die Musikakademie. Das scheint die Presse nicht wirklich zu interessieren. So, meine Herren. Das war jetzt gerade die Frau Steinbrink und die hat gesagt, dass der Gärtner, der Herr Lehmann, 2 Gemälde aus der Eingangshalle gestohlen hat. Ja? Frau Hartmann. Aha. Haben Sie es heute schon in der Zeitung gelesen? Ja, habe ich. Die in München übrigens auch. Verstehe. Hatte gerade ein Gespräch mit Dr. Lauser König. Er war hocherfreut zu hören, dass ich das Testament bereits gestern schriftlich ausgeschlagen habe. Die offizielle Pressemitteilung läuft gerade über den Ticker. Damit sind Sie raus und die Geschichte ist für die Medien tot. Ja, das sehe ich auch so. Also, liebe Frau Hartmann, vielen Dank für Ihre Einmischung. So, Herr Lehmann, dann erzählen Sie doch mal, wieso wollten Sie Rosenheim verlassen? Ich wollte in den Urlaub fahren. Sie wollten sich absetzen? Ich wollte mich nicht absetzen. Sondern was? Jahrelang habe ich für die Kubisch den Garten gemacht, auch an den Wochenenden, für einen Hungerlohn. Und zum Dank schickt mir ihre Freundin, die Alshoff, eine fristlose Kündigung. Da habe ich gedacht, wisst ihr was?
Ihr könnt mich alle mal und wollt einfach nur weg. Ja, und da haben sie noch gleich zwei Gemälde aus der Villa mitgelassen. Was denn für Gemälde? Na, die beiden Porträts in der Eingangshalle. Ach, die? Ja, die. Die lassen sich doch sicher gut zu Geld machen. Mag sein, aber ich hab die nicht. Na, wir haben sie auch nicht. Wer hat sie dann? Keine Ahnung. Als ich meine Sachen aus der Villa geholt habe, stand ein Lieferwagen davor. Vielleicht haben die die mitgenommen. Geht's vielleicht noch ein bisschen ungenauer. So ein weißer, schicker. Da stand Gemäldegalerie Holzapfel oder so ähnlich drauf. So. Oha, was ist das für ein Haarfall? Ja, das ist ein Teil von den gesammelten Werken von der Frau Kubisch. Abgesehen davon, dass sie nicht zimperlich war und gemeine Briefe geschrieben hat, die hat das Ganze auch noch kopiert. Also, das sind die Originalen. Und das sind die Kopien von den Briefen und von dem ganzen anderen Zeigel. Ja, und das hier, Frau Stoffel? Sie können doch nicht so mit Beweismaterial umgehen. Also, was glauben Sie eigentlich? Das war ich nicht. Sondern? Vielleicht war der Drucker kaputt. Die Frau Kubisch hat gar keinen Drucker gehabt. Dann hat halt der Kopierer Faxen gemacht. Da sind öfters einmal ein paar Zerknitterte dazwischen. Also ich weiß nicht. Das ist schon gut, Frau Stock, das ist schon gut. Die von der Galerie Holzapfel bestätigen den Verkauf von den zwei Bildern zu einem Auftrag von der Frau Alshoff. Von ihr selber. Also ich werde jetzt noch mal zur Villa fahren. Vielleicht haben wir nämlich doch was übersehen. Und Sie, Herr Leubel, werden sich noch mal genauestens die Vermögensverhältnisse der guten Frau Alshoff unter die Lupe nehmen. Jawohl. Als wenn die Beweismaterial kaputt machen darf. Hallo, Frau Steinbrink. Ich würde mich ganz gerne noch mal bei Ihnen umsehen. Natürlich. Noch bin ich hier angestellt und kann Sie hereinlassen. Sind Sie es bald nicht mehr? Nein, heute Morgen ist die Kündigung gekommen zum 1. des Monats. Frau Alshoff will die Villa verkaufen, sobald Sie Ihre Arbeit hier beendet haben. Verstehe. Also ich ehrlich gesagt nicht. Als ich die Kündigung gelesen habe, da konnte ich den Herrn Lehmann sogar zum ersten Mal ein bisschen verstehen, dass er einfach weg ist. Weil er erwischt? Ja, aber er hat die beiden Bilder nicht gestohlen. Wirklich? Ich war mir absolut sicher. Weil er außer mir der Einzige ist, der noch Zutritt zum Haus hat. Frau Alshoff hat die Bilder von einer Galerie abholen lassen. Also das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber genau deswegen bin ich hier. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann? Der Taxifahrer hat ausgesagt, dass er Frau Kubisch um 16.30 Uhr hier abgesetzt hat. Laut Gerichtsmedizin starb sie um 17.30 Uhr. Jetzt frage ich mich, was sie in der verbleibenden Stunde gemacht hat. Wahrscheinlich saß sie an ihrem Schreibtisch und hat irgendwas gearbeitet. Ja, sehen Sie, das denke ich auch. Wer sagt's denn, Papierstau? Das haben doch Ihre Kollegen schon alles durchsucht. Ja, ja. Was haben wir denn da? Dachte ich mir doch. Frau Alshoff? Sie? Ja, machen Sie mal. Frau Alshoff, wir haben uns jetzt mal genau über Ihre Vermögensverhältnisse informiert und herausgefunden, dass Sie allein in der Spielbank Bad Reichenhall über 350.000 Euro versprüht haben. Und? Bad Aibling 270.000 Euro, Garmisch 130.000. Bei denen dürfen Sie gar nicht mehr rein. Und das ist erst der Anfang. Die Antworten der anderen stehen noch aus. Ihre eigene Hausbank hat Ihnen den Geldhahn zugedreht. Sie sind pleite. Na und was geht Sie das an? Frau Alshoff, Sie sind spielsüchtig. Mag sein, darauf bin ich auch nicht stolz, aber ich habe das im Griff. Und Marianne hat mir dabei geholfen. Ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie sich durch Ihre Spielsucht hoch verschuldet haben. Und Spielsucht kriegt man nicht einfach mal so schnell in den Griff. Sie haben sie entlassen können und einfach weitergespielt. Deswegen bringe ich doch nicht meine beste Freundin um. Aber Sie müssen schon zugeben, dass die Erbschaft genau im richtigen Moment gekommen ist. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich was erben würde. Das stimmt so nicht ganz. Schauen Sie mal hier. Was ist das? Das ist das Originaltestament, in dem nicht mehr Sie, sondern Frau Steinbrink neben der Musikakademie und dem Kunstamt den Hauptteil des Erbes erhalten. Geschrieben genau an dem Tag, an dem Frau Kubisch ermordet worden ist. Wo haben Sie das her? Hat den Kopierer von Frau Kubisch gesteckt. Ist zwar ein bisschen zerknittert, ja, aber mit Datum und Unterschrift rechtsgültig. Demnach erben Sie
Gar nichts. Wann soll sie das denn geschrieben haben? Ja, kurz nachdem sie nach Hause gekommen ist und kurz bevor sie aus der Brandyflasche getrunken hat. Frau Kubisch war am Vormittag bei Ihnen. Es kam zum Streit und sie hat ihn angedroht, sie wieder zu enterben, richtig? Und da haben sie beschlossen, ihr zuvor zum Kümmer. Sie haben gewusst, dass sie nur zum Friseur wollte. Sie haben sich am Gärtner vorbei ins Haus geschlichen und da haben sie ihr das Gift in den Brandy gemischt. Janne, immer mit ihrer Selbstgerechtigkeit. Nur weil ich noch einmal spielen war, ich habe ihr versprochen, dass es nicht mehr vorkommt, aber sie wollte mich bestrafen. Sie haben ja keine Ahnung, wie das ist, wenn man alles verliert. Frau Alzhoff, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Marianne Kubisch ermordet zu haben. Tanja, abführen. Ah, Glückwunsch, die Herren. Herr Leubel, sehr gut haben Sie den Herrn Stadler bestens vertreten. Wird sich auf jeden Fall positiv auf Ihre Beurteilung auswirken. Das freut mich, Dankeschön. Entschuldigung, Herr Achtziger, dürfte ich mich noch einmal einmischen? Was? Eigentlich haben Sie ja nur das falsche Testament ausgeschlagen. Das Richtige könnten Sie jetzt, wo der Fall gelöst ist, annehmen. Ja, sehr gut. Na. Ihr ruft da nicht noch mehr an. Das können Sie nicht von mir verlangen. Na, oder?